Vielleicht ist der Begriff Nützlichkeit nicht der beste Begriff, aber auch darüber können wir dann gemeinsam reden. Ich glaube tatsächlich daran, dass Kunst und Philosophie, und Sie werden sehen, dass ich in meinen Ausführungen, indem ich über Kunst spreche, auch immer über Philosophie spreche, denn am Ende geht es um Denken, um eine Auseinandersetzung mit der Realität, in der wir stecken, in der wir sind, also unsere Welt, tout court. Kunst und Philosophie verbindet eben das, eine Auseinandersetzung mit der Realität, in der wir sind, mit der Welt, in der wir sind. Und diese Welt haben wir uns nicht ausgesucht, keiner von uns hat entschieden, überhaupt geboren worden zu sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten historischen, politischen, kulturellen Kontext, politisch, ökonomisch kodierten Kontext hineingeraten zu sein. Aber das ist eben die Situation von jedem von uns. Also wir setzen uns auseinander, als Nicht-Künstlerinnen und Künstler und Nicht-Philosophen, Philosophinnen und Philosophen. Wir setzen uns notwendig auseinander mit der Welt, in die wir unfreiwillig und ungebeten hineingeraten sind. Also was nützt die Kunst? Ich nähere mich hier dem hier vorgeschlagenen Thema, indem ich eine erste Definition wage. Die Kunst hilft uns zum Beispiel, einen Schritt herauszutreten aus der Ideologie des Offiziellen, aus der Ideologie des Bestehenden, wie Adorno und Horkheimer das genannt haben. Das heißt einfach aus der Realität. Also der Bruch mit der Realität ist Bedingung der Möglichkeit von Denken. Oder Denken geschieht nur als in Form einer gewissen Resistenz, in Form einer gewissen Widerständigkeit gegenüber dem, was als Realität auftaucht oder was als Realität anerkannt ist. Ich bin hier gar nicht originell, das weiß ich. Das ist natürlich etwas, was Alexander Kluge, der Assistent von Adorno war, wie viele hier wissen, auch gesagt hat. Es gibt eine Notwendigkeit, mit dem Papiertiger Realität zu brechen. Realität ist ein Begriff, der eine Funktion hat, und wir müssen diese Funktion, die Funktion nicht nur des Begriffs denken, sondern der Verwendung dieses Begriffs denken. Also warum sagen bestimmte Leute uns in bestimmten Situationen stay real, also auf Englisch, bleib im Raum der Realität, verlass nicht den Boden der Realität, bleib auf dem Boden der Tatsachen, die Tatsachenzone selbst inkonsistent ist, weil unser Realitätsraum gar nicht so verlässlich ist und gar nicht so familiär und gar nicht so vertraut. Das heißt, die Funktion, die Bedeutung der Verwendung des Begriffs Realität, das heißt, die Funktion dieses Begriffs besteht eben darin, uns selbst einzureden, dass dieser Boden der Tatsachen tatsächlich konsistent ist, dass er stabil ist, dass wir sicher auf ihm gehen und so weiter. Was soll die Kunst, was könnte der Nutzen von Kunst sein? Auseinandersetzung mit der Lüge Realität. Das heißt nicht, dass es Realität nicht gibt. Das heißt nicht, dass es keine Tatsachen gibt. Aber Tatsachen sind nichts als Tatsachen.